Hallo zusammen, mein Name ist Tobias und in diesem Video möchte ich euch gerne einen Winzerbraten mit Sauerkraut zeigen. Wie das Ganze funktioniert und was ich dort für Zutaten benutzt habe, ihr kennt das, das seht ihr jetzt. Viel Spaß dabei! Bevor wir allerdings zu den Zutaten kommen, ein, zwei Sätze zum Winzerbraten. Was ist der Winzerbraten überhaupt und was macht ihn so besonders? Der Winzerbraten ist ein Teilstück aus dem Nacken, beziehungsweise ja doch aus dem Nacken, und wird leicht vorgepökelt und wird in einer, ich sag jetzt mal, Lake von Weißwein und Pökelsalz eingelegt. Und das halt nicht so wie ein ganz normaler Schinken, sondern etwas verkürzt und gibt dadurch einen extrem guten Geschmack. Ich werde das hier jetzt gleich auspacken, nicht, dass ihr euch wundert. Und den Saft, der hier drin ist, den werde ich auffangen und separat gleich ins Sauerkraut machen. Sauerkraut ist ein gutes Stichwort, denn da gucken wir uns jetzt erstmal an, was da noch für Zutaten bei sind. Das sind auch schon die Zutaten, die wir hier haben. Hier auf der linken Seite habe ich ja gerade vorgestellt, den Winzerbraten. Dann brauchen wir logischerweise Bacon. Bacon und Sauerkraut ist halt einfach eine Symbiose, die müssen zusammen. Dann etwas Honig, ein wenig Geflügelfond und Finishersalz. Das war's schon. Mein Lieblingsgrill ist wieder am Start, das heißt, ich werde das Ganze natürlich auf dem Pelletgrill zubereiten. Auch den Bacon gleich darauf anbraten, dazu aber gleich mehr. Ich habe jetzt hier ein Thermometer dabei, denn wie ihr wisst, hat der Weber Smokefire auch die Weber Connect Funktion. Und genau die möchte ich auch in diesem Video noch etwas genauer benutzen, beziehungsweise euch auch noch mal genauer zeigen. Denn die hat halt wirklich genau in sich. Ich lasse den Grill jetzt so langsam auf Temperatur kommen, auf 160 Grad roundabout. Und da braten wir jetzt erstmal den Bacon an. Als erstes logischerweise den Bacon nehmen und in der Pfanne schön kross anbraten. Das dauert jetzt ein bisschen, bevor das Sauerkraut reinkommt. Und wenn das Ganze dann so aussieht, das reicht dann auch schon. Und dann kommt dann nämlich jetzt schon der Sauerkraut mit rein. Sauerkraut dann halt ruhig wirklich nehmen und wirklich alles gut durchmischen, dass der Sauerkraut halt wirklich überall ein paar Baconstücke hat und ja, das gibt nachher eine richtig geile Geschmacksexplosion. Und wenn dann alles verteilt ist, greife ich dann auf den Hühnerfond zurück, den ich euch vorhin gezeigt habe, und da einfach die Flüssigkeit reingeben, denn Sauerkraut und Flüssigkeit ist halt hier eine Symbiose, das muss auch passieren. Und dann schieben wir den Sauerkraut jetzt erstmal in den indirekten Bereich. Jetzt ist es soweit, dass wir den Braten halt quasi schon drauf machen können. Das ist halt wirklich ein schnelles Gericht, was die Vorbereitung betrifft. Einfach den Braten nehmen, hier hinstellen und dann einen Kerntemperaturfühler nehmen, den ich euch ja vorhin gezeigt habe. Und hier ins Fleisch stecken und immer darauf achten, dass das schön mittig ist. Das heißt, ich will halt gucken, dass das hier so in diesem Bereich drin ist. Das heißt, ich nehme jetzt das Stück Fleisch und sage hier, zack. Ist jetzt mittig. Dann schließen wir den Deckel, denn mehr haben wir quasi nicht zu tun, bis auf die Soße, die zeige ich euch gleich. Aber wir stellen jetzt erstmal die Temperatur ein, die wir erreichen wollen beim Fleisch. Hier seht ihr jetzt oben die eingestellte Temperatur vom Grill. Das ist jetzt die 160 Grad, also das ist jetzt die Oberfläche von dem Weber Connect. Und hier unten haben wir die Fühlertemperatur. Die habe ich ja vorhin eingesteckt, wie ihr gesehen habt. Und die möchte ich jetzt ganz gerne ändern. Dazu geht ihr halt einfach auf den Fühlerstand, also einfach draufdrücken, wie ihr gerade gesehen habt, geht auf Grillen beginnen und dann habt ihr jetzt hier ganz viele Einstellungsmöglichkeiten über Grillprogramme, die ihr dort anwählen könnt, ne? Mit Rind, Schwein, Geflügel, Lamm und Fleisch. Ihr habt hier unten aber auch Rezepte, die auch tatsächlich unterkategorisiert sind. Das heißt, hier sind regelrecht richtige Rezepte drin. Ihr könnt mir mal unten in die Infobox reinschreiben, ob ihr euch davon aus diesem Weber Connect ein Rezept wünscht, ob ich das mal wirklich zeige, wie das von Anfang bis zum Ende funktioniert. Schreibt das mal unten ruhig in die Kommentare. Hier oben beim Grillprogramm habt ihr dann halt, wie gesagt, Rind, Schwein und Lamm. Ich kann jetzt hier zum Beispiel mal auf Schwein drücken. Dann haben wir hier verschiedene Cuts von den unterschiedlichen Schweineschnitten vom Fleisch. Und wir haben ja jetzt hier einen Schweinenacken, aber die voreingestellte Temperatur, die hier für den Schweinenacken drin ist, die ist etwas zu hoch. Deswegen mache ich nämlich eine individuelle Temperatur. Das heißt, ich mache das jetzt hier wieder klein und gehe hier unten auf Temperaturbenachrichtigung. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, dort eine Temperatur einzustellen. Und ich möchte gerne, dass der Winzerbraten bei 80 Grad, wenn der da angekommen ist, dass er mir Bescheid sagt,
dass er dann fertig ist. Einfach bestätigen, ihr seht jetzt hier das Fleisch 13 Grad, okay, ja, ist ein bisschen kalt, aber kriegt der Grill schon hin. Und 80 Grad Kerntemperatur benachrichtigt er mich. Ihr seht jetzt hier so eine kleine Skala, die ist noch blau, die ist halt noch blau, weil das Fleisch noch kalt ist. Die wird sich nachher ändern, das heißt, die wandert hier nach oben, die zeige ich euch aber gleich. Jetzt ist soweit alles vorbereitet und jetzt dauert es circa, ich sage jetzt mal, gute 2 Stunden, bis der Braten zu der Temperatur kommt. Aber wir gucken nach genau einer Stunde nochmal nach. Und jetzt machen wir einfach den Sub oder beziehungsweise die Mopssoße. Die ist relativ einfach zubereitet. Und zwar Malzbier. Dann greife ich auf den Finisher-Salz zurück. Ihr könnt natürlich auf den anderen Salz zurückgeben, aber das Finisher hat halt noch mehr Geschmackskomponenten. Wie ein bisschen Zucker, Knoblauch, geräucherte Paprika. Davon auch nicht wenig. Und jetzt greife ich hier auf einen Honig zurück. Das ist hier bei mir aus der Nachbarschaft. Da könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Ich versuche euch das unten zu verlinken. Und zwar ist das Bee aus Oelde. Ja, was soll ich sagen? Richtig naturbelassener Honig. Frisch vom Imker. Und da nehmen wir auch eine ordentliche Menge. Eine ordentliche Menge meine ich halt wirklich extrem viel. Wenn man das jetzt so sehen kann. Und dann heißt es, diese Mopssoße einfach nur verrühren, dass wirklich alles miteinander vermischt ist. Und die lassen wir dann erstmal stehen, so kann dann nämlich das Salz halt nur ein bisschen noch auflösen. Und der Honig kann sich dann auch mit dem Malzbier noch verbinden. Und dann haben wir die Mopssoße auch schon fertig. Sind jetzt gute 1,5 Stunden rum, wir haben eine halbe Stunde getrödelt. Jetzt schaut euch das mal an, wie der aussieht. Ich habe ihn jetzt einmal gedreht. Und die Farbe ist halt wirklich hervorragend und daran merkt man auch, dass er, ja, wie gesagt, vorgepökelt ist. Was ich jetzt mache, und zwar, ich nehme jetzt hier einfach meinen Mop und die Mopssoße und dann wird einfach ein bisschen Flüssigkeit oben drauf gemacht. Das habe ich jetzt einmal gemacht. Zum einen machen wir dadurch den Braten oben drauf ein bisschen nass und zum anderen kriegen wir dann noch Flüssigkeit unten für das Sauerkraut. Das Sauerkraut braucht aber trotzdem noch ein bisschen Flüssigkeit, das heißt, da gehe ich jetzt gleich nochmal mit ein bisschen Geflügelfond her und fülle das auf. Schließen wir das Ganze nochmal und dann wiederhole ich die ganze Prozedur noch circa 2 Mal. Und dann sollten wir auch so langsam zum Ende kommen. Nach gut 2 Stunden sieht das Ganze so aus. Ich habe mir jetzt, wie gesagt, 3-mal angepinselt. Jetzt habe ich noch ein ganz, ganz kleines bisschen hier in meiner Mopssoße drin. Jetzt mache ich das nämlich einmal so, dass der hier einmal so eingepinselt wird mit dem letzten Rest. Und unten der Sauerkraut, das sieht auch schon sehr, sehr gut aus. Da müsst ihr immer darauf achten, dass da genug Flüssigkeit drin ist. Und hier ist es jetzt so, ich gebe jetzt den Rest von der Mopssoße drauf. Wir sind jetzt ungefähr bei 60 Grad Kerntemperatur. Ich hatte ja gesagt, ich brauche 80 Grad. Und jetzt machen wir einfach Folgendes, und zwar, wir nehmen uns eine zweite Schale und schließen quasi alles ab, damit das da drin noch mal in Ruhe dämpfen kann. Und somit erreichen wir dann die Kerntemperatur etwas schneller. Es ist jetzt eine weitere halbe Stunde vergangen. Wir haben jetzt die Kerntemperatur erreicht von 80 Grad. Ich nehme jetzt einmal eine Haube runter. Und da haben wir das Prachtstück. Sieht schon sehr, sehr geil aus, muss ich ehrlich sagen. Ich nehme jetzt einmal den Temperaturfühler raus. Und dann muss das Fleisch so oder so jetzt ein bisschen ruhen, bevor ich es gleich probieren kann. Das heißt, ich drapiere jetzt einfach den Sauerkraut da unten, den zeige ich euch jetzt gleich einmal. Muss natürlich jetzt durchgerührt werden, ne? Weil ihr seht jetzt hier oben an der Oberfläche, das ist nicht verbrannt, sondern es hat halt sehr, sehr geil Aroma bekommen. Und ihr seht halt selber, es ist absolut nicht trocken und da sitzt der ganze Geschmack drin. So, ich drapiere das jetzt einmal kurz auf eine Servierplatte und dann heißt es probieren. Das wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Ich will jetzt eine Scheibe hier runterschneiden und seht ihr das, wie der Saft da freiwillig schon rausläuft? Das ist wirklich der Knaller. Ich schneide mir jetzt hiervon ein ganz, ganz kleines Stückchen ab und dann heißt es probieren. Und da haben wir es. Seht ihr das noch richtig schön dampfen? Und die Farbe, die ist halt wirklich göttlich. Die ist wirklich so richtig, oh, die ist, und der Duft, der ist halt Wahnsinn. Für die Wissenschaft, ihr wisst. Boah. Also der Winzerbraten, ungelogen, die Kruste drumherum, die ist so genial. Und ich glaube, das war wirklich eine sehr, sehr gute Idee mit der Mopssoße. Bisschen Honig, Malzbier und den Salz.
Mega. Bevor das kalt wird, bringen wir es gleich jetzt schnell rein und dann werden wir das essen. Ihr wisst Bescheid. Die ganzen Informationen, alles zu diesem Video findet ihr unten in der Infobox. Das komplette Rezept wie immer auf tobiasgrill.de. Und ich würde sagen, bis dahin.